voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode voll in die Presse mit den vier Besowskis in den drei Benanza-Bussen. Frohe Ostern, Alaaf, was auch immer zu sagen ist. Ihr kennt es alle und wir legen einfach los. Der Beef ist in der Mitte. Hallöchen. Der Prollo ist zur Linken, der Sammer ist zur Rechten. Was ist? Auch was Schönes mitgebracht. Sehr schön. Ja, ich wollte als erstes heute mal noch eine Hausaufgabe aus unserer letzten Folge auflösen. Kindergartenwissen, ne? Könnte man fast sagen. Also wir sind einfach unglaublich intellektuell, was man ja auch an der Auswahl unserer Artikel sieht. Und deswegen wussten wir auch nicht sicher, wie das ist mit den Regenwürmern, wenn man die teilt. Aber ich muss zu meiner Schande sagen, außer mir hatten, glaube ich, die anderen Jungs die richtige Ahnung. Wenn man einen Wurm teilt, lebt in aller Regel nur eine Hälfte weiter und das ist die mit dem Kopf. Und das liegt daran, dass das Hinterende einen Kopf bzw. vor allem einen Mund wohl nicht bilden kann. Ich habe das hier nachgelesen, Zeit Online, geben wir dann auch in die Shownotes. Da wird so ein bisschen unklar formuliert, ob es nicht auch Fälle gibt, in denen es doch funktioniert, weil sie sagen, ne, ein Regenwurm hat irgendwie 180 ringförmige Segmente und in dem Moment, wo du mehr als 15 davon abhackst, ist da im Prinzip Schicht. Bei Geo Online war es dann wiederum, dass es gar nicht geht. Also gehen wir mal einfach davon aus, es geht nicht, weil eben der Kopf, der Mund nicht nachgebildet werden kann. Anders als bei der, jetzt Beef, verbessere mich, bei der Schlundschnecke. Fast Schlundsackschnecke. Ach, also das verdammt, ist, Schlundsack. Zwei Teile. Aber das ist ja bei Menschen manchmal auch so. Wenn das bei einem Regenwurm immer nur das Teil ist, wo das Gesicht dran ist, haben es ja manchmal, vielleicht gibt es das bei Regenwürmern, aber bei Menschen ist das so, du kannst ja manchmal Gesicht und Arsch auch nicht immer zwingend voneinander unterscheiden. Ja, sowohl charakterlich als auch äußerlich. Sowohl als auch, genau. Im Zweifel einfach Essen anbieten. Ja, ja, Essen anbieten. Gute Frage. Bevor ich dann hier jetzt mit meinem ersten unglaublich intellektuell anspruchsvollen und ernsthaften Beitrag starte, haben wir was zu trinken? Es ist, also mir ist jetzt hier irgendwie doch ein bisschen zu warm. Ich war darauf vorbereitet, dass wir jetzt hier schon so die Osterkälte haben, aber... Ja, ich greife mal hinter mich. Ich habe ja hier dieses Auto vollgestopft mit Alkoholiker und Nicht-Alkoholiker und hatte letztes Mal hier diverse Viererpacks für uns besorgt. Also ich würde sagen, du fängst einfach mal an und ich gruschel hier so ein bisschen rum in meiner Tüte. Ja, okay. Und dann siehst du auch gleich, was das ist. Es geht ja nichts über eine Biertüte. Ja, genau, eine Biertüte. Ja, okay, ich starte mal. Ich starte mal und gebe euch jetzt mal einen Namen und einer Schauspielerin, die jetzt 63 Jahre alt ist und gerade ihre Memoiren, also ich würde sagen, sie veröffentlicht sie gerade, sie hat sie also schon geschrieben. Und ihr sagt mir mal jetzt gerade den passenden Film dazu, mit dem ich dann hier den Beitrag beginne. Sharon Stone. Basic Instinct. Jawohl, der Ben Cartwright ist anspielbar. Auf den ist echt Verlass, was Filme angeht zumindest. Ne? ja, aufgepasst. Also, sie schreibt ihre Memoiren und gibt wohl immer so ein paar Leseproben, ein paar Seiten an die Presse, damit das ordentlich, damit die Werbetrommel rühren. Und das könnte aber tatsächlich lesenswert sein, wenn ich jetzt hier so von NTV lese, was sie da so schreibt. Basic Instinct, damit wollte ich starten. Was ist, jetzt kommt die zweite Filmfrage, mal gucken, was ist denn die legendäre Szene bei Basic Instinct? Naja, natürlich der nicht vorhandene Slip. Der Beef läuft schon der Sabber runter. Also ich musste das jetzt, der wollte es eigentlich aussprechen. Der Sabber runter. Beef, du wolltest es auch aussprechen. Ja, aber der hatte den Mund so wässrig. Ich wollte Augenaufschlag sagen, das ist neutraler. Aber ja, genau. Es ist der Beinüberschlag. Genau. Es ist der Beinüberschlag. Und für die den Film nicht kennen, was macht den Beinüberschlag so besonders? Das ist das, was der Ben Cartwright eben sagte. Das ist der fehlende Slip in der Szene.
Und das ist die Szene, wo alle Jungs zwischen 15 und 59 Standbild gemacht haben und irgendwie vielleicht noch abfotografiert und vergrößert, keine Ahnung. Aber sie ist da im Verhör und schlägt die Beine über und hat halt keinen Slip an. Und für den Bruchteil einer Filmsekunde kann man da halt ein bisschen was sehen. Und sie schreibt jetzt in ihren Memoiren, dass das Ganze, die Szene, auf einer Lüge basierte. Sie schreibt nämlich oder sagt, und das schreibt dann jetzt die Presse, ich glaube, die New York Times hat das aufgegriffen, man habe ihr gesagt, wir können nichts sehen. Das sei ihr damals versichert worden. Und das sei aber, wie dann das Millionenpublikum später sehen konnte, eben nicht der Fall gewesen oder es war gelogen. Und sie schreibt, sie hätte daraufhin den Regisseur Paul Verhoeven daraufhin geohrfeigt. Also, finde ich relativ milde, so eine Ohrfeige für so eine legendäre Szene. Da ist er gut weggekommen, würde ich sagen. Andererseits habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, Jungs, wie ihr das seht, aber sie wird ja irgendwie anscheinend, ich weiß nicht, wie das so beim Film läuft, aufgefordert, diese Szene ohne Slip zu drehen und gleichzeitig wird ihr gesagt, man sieht aber nichts. Also irgendwie ist da ein logischer Bruch, oder? Ich hab das auch mal gelesen, dass die den Slip angeblich deswegen ausziehen sollte, weil das ein weißer Slip war und der irgendwie mit dem Licht da irgendwie negativ korrespondiert hat. Weil man den dann nämlich weiß nicht gesehen hätte, wäre das einfach im Weg gewesen. Genau, also irgendwie sollte der weg und ja, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, wer weiß, ne? Also ich glaube, da wurde... Ihrem Ruf hat es ja eigentlich nicht geschadet, im Gegenteil. Sie hat ja, glaube ich, diesen Ruf als sexy Vamp oder was auch immer danach ordentlich vermarktet. Ja, da ziehe ich jetzt einen Punkt vor, den ich eigentlich erst später noch gerade bringen wollte. Das kann man so oder so sehen, ne? Denn sie sagt, als sie bei den Golden Globes dann irgendwie ausgezeichnet wurde und ihr Name dann, ne, das, was weiß ich, wie es bei den Golden Globes läuft, ob da auch ein Umschlag geöffnet wird wie bei den Oscars, weiß ich nicht. Aber da sei ihr Name dann 1993 aufgesagt worden, ne, bei 93, also für Basic Instinct auch, hat das Publikum sie wohl ausgelacht, ja. Also das fand sie wohl nicht so prickelnd, dass sie sagt von diesem Image, die haben wohl gedacht, sie wäre eben in echt die Person, die da in dem Film, also sie wäre in echt der Charakter, ne, der da im Film gespielt wurde. Und ne, das sei sie nicht und das sei ihr sehr unangenehm gewesen. Aber mag sein, dass es trotzdem ihre Karriere gepusht hat. Das ist jedenfalls eine sehr aufsehenerregende Szene für so einen ganz normalen Blockbuster, verständlich irgendwie auch. Aber die Aussage, die sie da in dem Verhör getroffen hat, das waren doch nur Lippenbekenntnisse, oder? Ich trinke jetzt. Sonst kann ich mir das nicht länger anhören. Ben, also ich... Ihr habt euch letztes Mal, oder ich, wir ich haben vor der Schluck. Sendung noch drüber gesprochen, dass bei der letzten Folge nach hinten raus das so ein bisschen dämlich wurde wegen des Alkohols. Ich wollte nur zeigen, dass das nicht am Alkohol liegt. Das vorher schon geht. Dann knüpfen wir jetzt also daran an. Ich kenne die Szene gar nicht, ich habe ja nur in die Augen geguckt. Dämlich hat ja eigentlich auch gar keiner gesagt. Das wurde ein wenig verwaschen. Das war, glaube ich, der Ausdruck. Okay, damit das jetzt wieder passiert, habe ich einen Bitburger Maibock hopfig und fruchtig frisch mitgebracht. Da ist so ein geiler Bock drauf. Möge es dem FC heute was helfen. Ein grüner Bock und natürlich die klassische Stubbi-Bitburger Flasche. Geiler Bock passt jetzt in dem Zusammenhang. Das ist eine schöne Überleitung. Also ich werde jetzt hier mal gerade noch weiter fortfahren, während ihr euch auf euer eigentliches Niveau trinkt. Es gibt nämlich noch eine weitere Anekdote und die finde ich schon, also ich weiß nicht, es sind ja nur Ausschnitte, die hier verarbeitet werden aus ihren Memoiren. Also das sind Geschichten, da frage ich mich, das kann man sich ja eigentlich nicht gefallen lassen. Gut, den Regisseur hat sie nur geohrfeigt für diese Lüge. Jetzt kommt die nächste Anekdote. Sie hatte 2001 mal einen Eingriff an den Brüsten, aber nicht wegen einer klassischen Schönheits-OP, sondern ihr waren, wie sie sagt, das ist hier als in Anführungsstrichen, also als Zitat, gigantische
gutartige Tumore entfernt worden. Und im Nachgang, das kann man auch ja, irgendwie gut sich vorstellen, musste sie nochmal operiert werden an den Brüsten. Und das war aber eine OP, die eigentlich, also wie sie sich ausdrückt, rekonstruktiv gedacht. Also das war keine klassische Schönheits-OP, ja, nach dem Motto, ich will mir jetzt hier große Möpse machen, sondern ne, nach der medizinischen notwendigen OP eine rekonstruktive. Und dann wacht sie auf und dann hat sie tatsächlich große Möpse, weil der Chirurg ihr ungefragt eine Körbchengröße größer draus gemacht hat aus ihren Brüsten. Ja, die hatten Angebotswochen. Die hatten Angebotswochen. Zwei für eine. Zwei Hände für eine. Jedenfalls erlebte sie da, wie sie sagt, die Überraschung ihres Lebens wacht auf mit großen, größeren Brüsten, als sie eigentlich hatte. Eine volle Körbchengröße wohl. Und die Rechtfertigung des Chirurgen ist auch nicht schlecht. Der sagte, sie redet in der Ich-Perspektive, ich würde mit größeren, besseren Brüsten besser aussehen. Außerdem, und jetzt kommt's, würden diese besser zu ihrer Hüftgröße passen. Tja. Ja. Oioioioi. Also. So, hat er auch eine Ohrfeige bekommen oder ja, hat er eher juristischen Ärger bekommen? Das bleibt jetzt hier offen. Das ist in der Tat die Frage, die ich mir stelle. Also, jetzt mal ernsthaft, das ist, was weiß ich, Körperverletzungen und sonst was noch mit Sicherheit, denn wenn du da nicht deine Einwilligung zu erteilt hast, gut, keine Ahnung, wie es weitergegangen ist, aber das wäre noch interessant zu wissen, ob sie sich auch das mehr oder weniger hat gefallen lassen. Aber mehr dann für diejenigen, die sich dieses Buch vielleicht kaufen wollen oder im Netz recherchieren wollen. Die Memoiren der Sharon Stone, ich weiß nicht, ob sie schon erhältlich sind, aber ich glaube im Moment noch nicht. Dann aber bald in ihrem Bücherladen, die sind ja noch offen. Ich glaube es zumindest, ich weiß es nicht. Ich hätte tatsächlich, also das ist ja eine schöne Verbindung. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die Schweizer Armee eine direkte Verbindung zu Sharon Stone hat, beziehungsweise zu der einen Filmszene, die ihr eben zitiert habt. Die Schweizer Armee will jetzt Damenunterwäsche einführen. Das Ironische dabei ist, dass Damen, also Frauen, schon lange in der Armee dienen dürfen. Nur die müssen bis jetzt halt einfach immer Männerunterwäsche tragen. Das war bis jetzt noch nicht vorgesehen, dass da einfach Damen- oder frauengerechte Kleidung einfach angeschafft wurde. Sondern ja, diese Männer-BHs, die drücken ja auch. Die drücken auch, ne, genau. Also das ist tatsächlich, dass die Standarduniform, das ist halt einfach Männerkleidung und Modell für Frauen ist nicht vorgesehen. Das geht um die Uniform, das heißt Unterwäsche hat der Soldat konkret, selbst mitzubringen. Konkret Männerunterwäsche, doch, also ja. Das ist tatsächlich auch die Unterhose, dass da einfach keine Damenkleidung vorgesehen ist bei der Schweizer Armee und dass die letzte Uniformbeschaffung halt auch in den 80er Jahren erfolgt sei und da die Schweizer ja durchaus ein sicherlich in vielen Dingen ein Volk sind oder ein Völkchen sind, was ganz viele Dinge richtig macht. Was so das Thema Geschlechter und so angeht, sind sie tendenziell eher hinterher. Also zumindest mal was das, dass sie die Gleichberechtigung und so weiter, steht jetzt nicht ganz oben auf allen Fahnen da. Das ist schon ganz erstaunlich. Und wie gesagt, die letzte Uniformbeschaffung ist aus den 80ern und ein bisschen wundern sie sich auch, dass es halt auch wenig Interesse bei den Schweizer Frauen gibt, in die Armee einzutreten. Jetzt weiß ich nicht, ob es nur an der Unterwäsche liegt oder ob das noch andere Gründe haben mag. Was ich gar nicht wusste ist, weil ich ein Olla Zivi bin, dass die Bundeswehr oder die Schweizer Armee auch die Unterwäsche stellt. Also ich dachte immer nur die Uniform und Das heißt, wenn dir mal wieder so einer in der Bahn begegnet, in seiner alten Militäruniform, weißt du Bescheid. Ja, dann hat er nämlich nicht nur die Stiefel an von vor 10 Jahren. Ja. Nicht nur den Bundeswehr-Parker, sondern auch die Bundeswehr-Boxer. Ja, an der Seite hängt traurig eine Schlunzsackschlecke hinaus. Aber das ist aber in der Tat jetzt eine interessante Frage. Die haben ja dann auch ihre Bereitschaftsarmee. Ich glaube, jeder Schweizer hat ja auch irgendwie sein Gewehr noch im Schrank stehen. Müssen die dann, wenn sie dann in ihre Uniform schlüpfen, dann auch in die Unterhose, die auch schon 20 Jahre im Schrank liegt, rein? Oder dürfen die dann ausnahmsweise ihre private Unterwäsche anziehen? Das steht jetzt in dem Artikel nicht hier drin. Dann müsste ich noch mal ein bisschen tiefer recherchieren, vielleicht bei der Aargauer Zeitung oder sowas. Aber wie gesagt, fand ich es trotzdem ganz erstaunlich. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht so völlig weit hergeholt, dass wenn ich jetzt, dass also Schnitte für Männer und Frauen unterschiedlich sind, ist jetzt auch keine völlig neue Erfindung jetzt aus dem letzten Jahrzehnt. Also das ist so ein bisschen erstaunlich. Und dass da offensichtlich keine Bereitschaft war oder sagen, naja gut, Frauen dürfen kommen, aber irgendwie alles andere interessiert uns jetzt nicht so. Tja. Sieht halt an, was da ist. Ist ja noch gut.
Das kann natürlich auch sein. Also ich wollte es nur mal so zum Besten geben, weil es halt jetzt kurz passte. Ich will mir das aber gerade gar nicht vorstellen, dass sie seit den 80ern keine neuen Unterhosen geordert haben. Wie sieht das denn dann aus? Ja, das will ich auch nicht wissen. Wie sieht das denn dann aus? Das ist ja schon also chemische Kampfstoffe. Gab's gut, damals, man kann sie ja waschen. Also das ist ja, ja schon, aber seit den 80ern? Ja, gab es okay, damals schon Boxershorts oder sind das dann noch irgendwelche Eierkneifer? Das mit Seiteneingriff. Genau, genau. Irgendwelche. Na, nee, lassen wir mal. Ja, irgendwelche Wortspiele, lassen wir weg. Genau. Ja, zur generellen Leistengegend habe ich auch wieder was im Angebot. Wir haben ja hier jetzt schon eine ganze Serie an Fahr- und Flugzeugen, die auf Karten Penisse zeichnen. Und da möchte ich gerne nochmal dran anknüpfen. Ihr habt ja alle mitgekriegt hier die Geschichte mit dem nicht ganz kleinen, sondern tatsächlich 400 Meter langen Schiffchen, das den Suezkanal für ein paar Tage verstopft hat. Wer sich erinnert. Ever given. So, und technische Gründe oder was auch immer, Nebel. Unabhängig davon hat der fleißige Kapitän es aber aus irgendwelchen Gründen geschafft, vor Eintritt in diesen schmalen Kanal nochmal schön was auf die Karte zu bringen. Und zwar nicht nur einen formschönen Satellitenpenis, sondern auch noch das dazugehörige Hinterteil, wenn man die nötige Fantasie mitbringt. Also jetzt habe ich Bilder im Kopf. Richtig, das ich zumindest wird so im Internet. Kolportiert. ja, also das mit dem Hintern ist tatsächlich diskussionswürdig, aber der Penis ist definitiv da. So, und als er den dann einführen wollte in den Suezkanal, ist er halt stecken geblieben. Ja, ein Problem, das ich aus der Bravo kenne. Da war das eigentlich... Dr. Sommer, ne? Ja, Dr. Sommer. Kann ich mit meinem 400 Meter langen und 59 Meter breiten Stahlpenis eigentlich auch stecken bleiben? Die Antwort ist also ja. Und es ist dann unangenehm. Wenn du krumm kommst. So, besonders, wenn im Kanal viel Verkehr herrscht. So, jetzt ist das Thema doch wieder... Ist jetzt definitiv der Beleg dafür, dass es keines Alkohols hier in dem Podcast bedarf, um wirklich das Niveau zu senken. Zumindest nicht viel. Ja, also ich habe meinen Maibock ja nur angeguckt bisher. Ja. Es ist aber so. Ich habe aber zum Hintergrund, wenn man sich denkt, ach ja, das war ja eine ganz schöne Sache. Aber nein, den Rekord für Gefangene im Suezkanal hält, wie ich im Spiegel lesen durfte, ein deutsches Schiff. Mit der Zahl von, wollt ihr es raten? Ich sage schon mal, die Zahl ist in Jahren angegeben. Na, wie lange hielt das Schiff Münsterland wohl nach 1967 im Suezkanal fest? In Jahren? Ja. Ach du Schande. Ich werde es euch sagen. Zwei Jahre. Acht Jahre. So, der Spiegel, der ja sehr gut darin ist, mit sich selbst geführte Interviews und Buchwerbung zu platzieren, zitiert ja aus einem kleinen Kapitänsbuch, wo 25 Kapitäne ihre besten Geschichten erzählen. Und Kapitän Wolfgang Scharnbeck kommt zu Wort, wie er erzählt, dass er auf diesem Schiff mal 7 Monate als Kapitän verbracht hat. Das war also ab 67, da war irgendwie gerade 6-Tage-Krieg und die sind einfach ganz ungünstig in den Suezkanal eingelaufen, fuhren dann durch diesen, hier steht Großen Bittersee, also mitten im Suezkanal ist irgendwie so ein See, und warteten auf den Gegenkonvoi und dann ist halt eine Handvoll, 14 Schiffe sind da einfach lange hängen geblieben, weil sie erst halt durch die Kriegswirren festgesetzt wurden und dann die Militärs auch noch den Wasserweg mit Wracks zugebaut haben und da lagen dann 14 Frachter aus Polen, England, Skandinavien und Bulgarien fest, wie ich hier lesen durfte. Ja, und das war unangenehm. Und jetzt mal eine ernst gemeinte Frage zu einem ja auch irgendwie ernsten Thema. Ist denn, also wenn der da 8 Jahre lag, bedeutet das jetzt, dass der ganze Kanal 8 Jahre blockiert war? Das war ja, wäre ja jetzt hier in dem Fall bei der Ever Given so gewesen. Nee, da ist ja, wie gesagt, der Kanal mündet in so einen See und dann geht auf der anderen Seite des Sees weiter und in dem See saßen die halt fest. Okay. Die Mannschaft wurde, glaube ich, die hatten irgendwie 21 Mann Notbesatzung. Die haben halt schön frisch gestrichen und ein bisschen Reparaturen erledigt und wie gesagt, der Kapitän hat auch mal gewechselt. Die Stimmung sei wirklich gut gewesen an Bord und vor allem
Sie hatten genug Eier. 7,5 Millionen Eier gab's. Aber die halten noch keine 8 Jahre. Ja, das ist doof. Also hier steht jetzt auch nur von Kühlraum. Also das scheint kein Gefrierraum zu sein. Ich lese aber mal so ein bisschen vor hier. Und auch aus der schwimmenden Männerpension, wie sie auch genannt wird. Ja, Diesel haben sie wohl irgendwie geliefert bekommen. Also die saßen da nicht völlig auf dem Trockenen, in Anführungszeichen. Ja, aber 8 Jahre lang gute Stimmung, wenn du da auf dem Schiff festhängst. Ja, also auf jeden Fall hatten sie irgendwie dann ihre Lebensmittel mit den Nachbarn geteilt und haben dann irgendwie so Hummermeier und Räucherlachs gespeist. Die Australier hatten Weintrauben dabei. Und ja, so wird dann hier ein bisschen erzählt, ja. Und keiner wusste ja so recht, wie lange, deswegen haben sie ihr Schiff schön in Schuss gehalten und haben dann hier auch Filme geschickt bekommen, haben sich so ein Bordkino gebastelt, hatten wohl auch mal einen Weihnachtsbaum. Und natürlich doof, wenn man so weit von der Familie weg ist, Telefon gab es nicht, sondern nur Post. Und da lasen dann die ägyptischen Zensoren mit. Aber immerhin wurden die Briefe transportiert, obwohl sie, ich zitiere mal hier, in der Not ihre Briefmarken selbst gemalt haben. Mhm. Auch keine schlechte Idee. Ja, und so ging das dann eine ganze Weile. Und 1975 kam das Schiff tatsächlich dann doch noch in Hamburg an. So, wisst ihr Bescheid. Also, wenn es mal länger dauert, immer noch ein paar Eier mitnehmen. Und was war mit den Eiern? Ich wollte gerade fragen. Konnten die noch ausgeliefert werden oder fielen Ostern aus? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe hier gelesen, dass wohl die Nachbarn, die tatsächlich Äpfel geladen hatten, die haben halt, bevor die gammelig wurden, haben die der ägyptischen Regierung die als Geschenk angeboten. Und der Präsident Nasser, der hat aber ziemlich schroff abgelehnt offenbar, wollte wohl keine faulen Äpfel. Ja, also war wohl den Umständen entsprechend eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ja, muss man nicht haben. Also zu den Eiern fällt mir nur ein, falls sie die ins Meer geschmissen haben. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass Eier unglaublich, also dass sie stabil sind, ist ja bekannt, aber unglaublich stabil sind auch, was den Druck angeht. Also die kannst du irgendwie, glaube ich, ein paar tausend Meter im Meer versinken, die halten dem Druck stand. Ja, aufgrund ihrer Form, ne? Ja. Du kriegst ja ein rohes Ei mit der Faust, also in der Faust auch nicht wirklich zerdrückt. Ach, das ist doch jetzt ein Trick. Probier's mal aus. Ja. Ich kenne das auch früher noch von der Fernsehserie Seewolf mit einer Kartoffel. Ja, stimmt, der Wolf Larsen. Genau. Im Buch war es eine rohe Kartoffel und für die Fernsehserie haben sie aber tatsächlich eine gekochte Kartoffel genommen, weil da geht es dann doch leichter, die zu zerquetschen mit der Hand, weil eine rohe Kartoffel kriegst du nicht so einfach zusammengedrückt. Ja, das glaube ich auch. So. Aber ich dachte, ich sag's mal. Ich frage euch mal gerade, wie das Bier schmeckt, um eine kleine Überleitung zu konstruieren zu meinem Beitrag hier. Gut. Ja, doch, durchaus. Egal. Das ist ja nicht so schwach, der Maibock, ne? Der ausgeschiedene, wie heißt er eigentlich noch? Ballermann. Jetzt habe ich gerade schon den Namen vergessen. Der gute Herr Ballermann, der mochte ja immer den Maibock. Ja, der hat da doch irgendwie eine ganze Sendung draus oder zwei gemacht, der kistenweise Maibock doch saufen. Das hatten wir aber damals nicht, deswegen da muss ich an ihn denken. Und weil wir gerade beim Bier sind, wer kennt denn Victoria Bitter? Vibi. Nee. Sag mir nee. Australisches Bier, hier dieses Emblem. Ach so, ich dachte, das wäre eine Person. Nee, Victoria Bitter. Ach so, aus Bitterfeld. Aus dem Bittersee, ne? Vom Bittersee. Ne? Victoria Bitter ist ein australisches Bier, wurde letztes Jahr gekauft von der Asahi oder Asahi Brauerei aus Tokio, wo ich ja auch schon mal ein paar Proben mit hatte. Und Asahi wiederum hat sich zur Aufgabe gemacht, bis 2025 komplett CO2-neutral und super nachhaltig sein Bier zu produzieren. Deswegen auch jetzt bei der VB-Tochter, die produzieren 100% mit Solarenergie, also mit Solarstrom, und haben jetzt mit der Firma Powerledger, das ist irgendeine Tech-Firma, die was mit Blockchain zu tun hat, denn das Ganze habe ich hier aus dem Bitcoin-Echo, haben die jetzt einen Deal gemacht, dass man in Australien Bier gegen Solarstrom tauschen kann. Also der Artikel heißt Victoria Bitter, neuartiger Bierausschank über die Blockchain. Also einfach mal, um so ein bisschen hier die hippen Themen zu droppen, Blockchain, Bier. Und das haben die
sich folgendermaßen gedacht, du kannst da so ein Trade-Programm machen. Viele Australier, bietet sich auch an, haben sich eine Solaranlage aufs Dach gepackt und haben dann bei diesen Einspeisungen da noch irgendwelche Reserven. Und ich weiß nicht, wie das sonst so ist. Hier kann man das ja, glaube ich, irgendwie auch an den Staat verkaufen und irgendwie so in das Stromnetz einspeisen. Ja, dein Betreiber hat halt eine Abnahmeverpflichtung, ne? Ja, oder so, ja. Das gibt es vielleicht in Australien auch, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch nicht. Aber Vibi bietet denen jetzt an, Strom über die Blockchain wird er dann sozusagen irgendwie an, also zumindest das Äquivalent des Stroms wird dann über eine Blockchain an Vibi übertragen und für jeden Strombetrag in Höhe von $30, also äquivalent $30 aus diesem großen Stromtopf, liefert dir Vibi eine Kiste Bier nach Hause. Das heißt, du kannst deinen überschüssigen Solarstrom an die verticken über eine Blockchain und kriegst dann dafür, einmal im Quartal wird das dann alles aufaddiert, kommt der Vibi-Laster und schmeißt dir entsprechend viele Kisten Bier vor die Tür. Und das fand ich ganz lustig. Also das ist jetzt hier nicht besonders, leider, ich habe lange rumgegoogelt, ist nicht besonders detailliert beschrieben, wie das jetzt genau mit der Blockchain ja, genau, das hätte mich jetzt noch interessiert, ja. Ja, ich vermute, also ne, das ist ja irgendwo, der Strom kannst du ja nicht in eine Kiste packen und den als Paket schicken. Deswegen wird das irgendwo in der Blockchain, wird wahrscheinlich der Gegenwert einfach verbrieft sozusagen und an die übermittelt. Dann ist es ja auch eindeutig zuordnenbar. Da kommen schon wieder irgendwelche Fans und grinsen den Sommer an. Und bei VB kommt das dann an, die haben dann den Schlüssel, um das wieder auf der Blockchain zu entschlüsseln und klarzumachen, wie viel Strom da jetzt sozusagen bei ihnen ankommt. Und wahrscheinlich können sie dann mit dem Strom dann an der Strombörse oder wo auch immer dann dieser Strom gesammelt wird, entsprechende Volumina für ihre Bierbrauerei verwenden und geben dann demjenigen, dem Absender, der ja identifizierbar ist, eine Kiste Bier aus. Finde ich cool. Finde ich ja. Gut, $30 für eine Kiste Bier ist schon happig. Andererseits, wenn du es eh nicht los wirst, warum ja. nicht? Also da muss es ja irgendwie eins geben. Ich habe auch gedacht, ich würde ja, also wenn ich den Strom wirklich verbrauchen müsste, würde ich mir wahrscheinlich so eine schöne Weihnachtsbeleuchtung das ganze Jahr über leisten. Wobei, nee, warte mal, die müsste ja dann tagsüber, ja doch, mit LEDs. Warum nicht auch mal tagsüber leuchten? Das ist ja nicht ganz so Sinn der Sache, mein Lieber, ne? Dass du deinen Strom verballerst. Ja, aber bevor es wegkommt. Bevor es schlecht wird. Ja. Ja, das müsste man jetzt noch rausfinden, was sonst damit passieren würde. Aber es scheint ja irgendwo einen Anreiz zu geben, sonst würden die das nicht machen. Oder es sind halt einfach Hardcore-Alkoholiker, die auch für $30 dann lieber sich eine Kiste Bier schicken lassen, als irgendwie von der Strom. Ich weiß jetzt nicht, wo der australische Dollar steht, muss ich gestehen. Aber, ach ja, stimmt, die haben ja anderen Dollar. Keine Ahnung, weiß ich so gar nicht. Aber vielleicht ist es dann gar nicht so teuer. Ja, wobei es natürlich dann auch wieder so ein bisschen auch so eine Umsatzkurbel ist, ne, quasi. Also ich, wenn man jetzt sagt, also es gibt ja auch Nicht-Biertrinker und Nicht-Biertrinkerinnen, Ben, tut mir leid, aber die dann auch nicht zwingend mit Elefanten unterwegs sind, aber es ist dann trotzdem immer so ein bisschen schwierig, wenn du dann nur so in so, wie soll ich sagen, in irgendwelchen Naturalien ausgezahlt wirst, die du vielleicht gar nicht willst oder nur in einer begrenzten Menge brauchst. Also ich weiß nicht, wie viel Bier man dann auch kriegen kann. Ja, dann machst du halt nicht mit, ne? Ja. Ich sehe hier gerade, meine Assistentin schickt mir gerade den Kurs, also 65 Cent für einen australischen Dollar, also mit 20 Euro, sprich 40 Mark, bist du dabei. Ja, 20 Euro frei Haus, ne? Das wird ja auch noch vor die Haustür gestellt. Gekühlt. Finde ich gut. Ja, schön. Ich hätte tatsächlich ein Thema, was genau das von dir, Ben, also mit diesem ökologischen Ansatz und auch das Penis-Thema nochmal aufgreift und das zusammenführt. Das ist sensationell. Und ökologisch zwar, und Penis. Ja, genau, mit dem sogenannten Skybrator. Und was für ein Ding? Ich mach mal eben ein Fenster zu hier. Oh, animiert dich das so sehr? Das tut mir leid. Das ist tatsächlich ein Windkraftwerk. Und der Witz ist dabei eigentlich, das schreiben die hier auch, also das habe ich aus der Süddeutschen, dass die Energiewende bis jetzt ja nicht unter Erotikverdacht stand. Alles effektiv, zukunftsweisend, alles wunderbar, aber eher unsexy. Und jetzt hat der spanische Erfinder David Yanez, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen,
ein neuartiges Windkraftwerk erstellt, das jetzt nicht nur in der, wie hier schön geschrieben wird, also lassen auch nichts aus, das nicht nur in der Fachwelt für Erregung sorgt. Weil das Ding wie ein riesiges Sexspielzeug aussieht. Und es ist halt im Prinzip eine 3 Meter große phallische Form, ragt senkrecht in die Höhe, verfügt auch nicht über Rotorblätter oder sonstige Dinge, sondern erzeugt über so eine Art elektrischen Kolben Strom, indem er im Wind wackelt, also vibriert. Und diese Vibrationen erzeugen quasi die Energie. Und sie schreiben hier noch, also die unerotische Verknüpfung, geistige Verknüpfung ist, es erinnert an eine elektrische Zahnbürste oder an einen Massagestab für Erwachsene. Und die britischen Zeitungen hatten dann sehr schnell einen Kosenamen in Form von Skybrator. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst noch blasen kann. Genau. Nee, also das ist tatsächlich... die viele Kommentare auch also in sozialen Medien kamen natürlich, die kamen wohl auch hier, wie die Süddeutsche schreibt, größtenteils von Frauen, wo es im Wesentlichen um Form und Größe des Windkraftwerks ging. Aber wie gesagt, es wurden auch eben viele wohlwollende Meinungen gemacht, weil natürlich das ist jetzt eher unerotisch, also so ein rotorloses Windkraftwerk natürlich auch für Vögel keine Gefahr darstellt, wie das sonst bei den Rotorblättern ja doch immer wieder mal Thema ist und eben auch kaum Lärm produziert. Apropos, wo du das gerade sagst mit dem Rotor und die Gefahr für Vögel, ich habe letztens ein Video gesehen, glaube bei YouTube, da haben so Typen einen Fußball, die sind auch zu so einem Windkraftrad gegangen, ne, und haben dann einen Fußball immer bei einem relativ schnell laufenden Windrad immer so lange hochgekickt, bis tatsächlich einer dieser Rotoren den erwischt hat. Das Teil, das ist irgendwie 500 Meter weit geflogen. Das war absolut atemberaubend auf dem Video. Also wenn das ein Vogel ist, ja, dann ja. Kriegt er auch mal eine Spontanbeschleunigung. Aber der Rotor oder das Rotorblatt ist heil geblieben. Das Blatt ist heil geblieben. Das hat sie nicht mal, also hat nicht mal vibriert wahrscheinlich. Da gibt es doch, das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber da erinnert ich euch vor Jahren noch, als die Geschichte, als dieses Flugzeug da mit Triebwerksschaden im Hudson River notlanden musste, da in New York. Sully. Und in dem Zusammenhang, also der ist wohl von Wildgänsen heimgesucht worden. Und es gibt tatsächlich, ist das üblich, dass so bei Triebwerktests, jetzt vielleicht keine echten Wildgänse, aber so Äquivalente dann da durchgejagt werden. Also die Frage, wie groß muss der Vogel sein, bis die Turbine Schaden nimmt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, die werden ja extra, glaube ich, habe ich mal zumindest irgendwo aufgeschnappt, extra so angeschliffen, dass sie den Vogel zerhäckseln, bevor der hinten in die Turbine reinkommt. Ja. Dumm nur, wenn du von so einem besonders fetten Wildgansschwarm... Wird das denn dann auch, ist das denn nachhaltig dann auch, diese Technik, wird dann das Gehäckselte auch irgendwie aufgefangen und irgendwie noch verarbeitet? Ja, das ist Hühnerfrikassee, das kann man sagen, dann nur Vorsicht beim Gänsehackkauf, ne? Also dann irgendwie... Vorsicht beim Gänsehackkauf. Da Gänsehack habe ich ja schon oft gekauft. Ja, vor allem gerade, wenn aus Freilandhaltung draufsteht. Ja, aber es wird dann mit der Schöpfkelle aufgesammelt. Freilufthaltung. Aber da frisch turbiniert. Also das ist mal wieder eine traumhafte, ungewollte Überleitung. Ich wollte nämlich ein Update geben zu einem Thema, was wir schon mal hatten, was der Ben Cartwright hier auch öfter mal als eins der besten Beiträge unseres Podcasts bezeichnet hat, nämlich ich möchte ein Update geben zum Laborfleisch. Hm. Wir haben mal darüber gesprochen, vor einem Jahr oder so, dass es in Israel ein Startup gibt, das aus Tierzellen, aus echten Fleisch, Muskelfleischzellen Fleisch im Labor züchtet. Also da wird nur eine Zelle eben entnommen, dem Tier, und dann wird daraus eben sozusagen ein Steak. Und tatsächlich ist es so, dass das erfolgreich läuft, dieses Startup. Es hat jetzt auf NTV ein Update dazu, ein Video gegeben. Das könnt ihr in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Die haben da ein erstes Restaurant für Testessen eröffnet. Und da war auch eine Auslandskorrespondentin von NTV. Und das funktioniert. Also die haben da Hühnchenburger, und das war eben auch deswegen, die Überleitung passte so gut mit dem Hackfleisch. Hühnchenhack war das. Tatsächlich eben gezüchtet aus einer echten
Zelle aus einem echten Hühnchen. Es musste kein Hühnchen dafür sterben. Und da ist direkt das Hackfleisch gewachsen. Und da ist das Hackfleisch, ja, also wie sie da... Oder haben sie es noch geschreddert? Dann, also das wird jetzt, glaube ich, nicht aufgeklärt in dem Video. Es wird nur noch gesagt, dass auch, weiß jetzt nicht, ob das aus Konsistenzgründen oder aus geschmacklichen Gründen, da kommt noch ein bisschen Soja dann dazu und ich weiß nicht, was noch. Aber die Leute in dem Restaurant waren begeistert. Die haben gesagt, es schmeckt original wie echtes Hühnchen. Man merkt keinen Unterschied. Der eine sagte, ja gut, er hätte lieber ein richtiges Hühnchen, ein Stück Fleisch am Stück und keine Hackfrikadelle. Aber das ist ja eigentlich beim Burger, ist ja so eigentlich, ein Luxusproblem. Ist ja eigentlich immer Hack. Mit, ja, natürlich. Und jetzt passt auf, schnallt euch an. Der sagte, der Typ, der da interviewt wurde, dass es schon Anfang nächsten Jahres auch in Deutschland die ersten Läden dazu geben wird. Also wie groß das jetzt direkt aufgezogen wird, weiß ich nicht. Aber dieses Ding scheint zu fliegen. Da hat auch Wiesenhof, hat da wohl auch in dieses Startup... Genau die richtigen. Zwei Kracher. Genau die richtigen. Sind genau die richtigen. Die haben da investiert. Tempel. Die haben investiert in dieses Startup ja. Auch. Ne? Und künstliche Hühner fliegen. Und wir sind anscheinend tatsächlich auf dem Weg, das ist nicht mehr weit weg. Nächstes Jahr können vielleicht die Ersten hier in Deutschland schon Laborfleisch in irgendeinem Restaurant essen. Und wer weiß, vielleicht ist das in 5 Jahren schon richtig verbreitet und in, weiß nicht, 10, 20 Jahren Standard. Keine Ahnung, aber ich finde es gut. Ich hab, vor allem das Laborfleisch hat ja auch dann keine Antibiotika hoffentlich bekommen. So ist es. Ja, vielleicht gibt es das als Zusatz oder eine spezielle Variante. Aber für den echten Geschmack. Bei Wiesenhof, sie werden mich jetzt steinigen, aber da hatte ich schon immer den Eindruck, dass das eher Fleischersatz war. Aber jetzt mal ganz andere Frage. Wie groß, also wird das da beschrieben, wie groß ist denn so der Aufwand, um das zu züchten? Also der Energieaufwand und in welchen Rahmenbedingungen? Also das, wenn das jetzt, ich meine, wird es in der... Petrischale dann irgendwie gepäppelt, ich weiß nicht. Also das wäre mal spannend zu erfahren, was das für ein Aufwand ist, der dann in dieses gezüchtete Fleisch in Anführungsstrichen reingesteckt werden muss. Das ist eine berechtigte Frage, gerade heutzutage, ne, wo auch alles irgendwie nachhaltig sein soll. Das wird jetzt in dem Video nicht aufgeklärt, wie viel Energie beispielsweise da irgendwie reingesteckt wird. Aber ich sag mal so, das ganze Ding muss ja auch am Ende zu einem Preis an den Kunden vertickt werden, den der Kunde bereit ist zu zahlen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es besonders energiesparsam sein muss, aber ich sag mal so, es muss irgendwie schon sich wirtschaftlich rechnen. Und man müsste natürlich, klar, man müsste gucken, ist das irgendwie besonders stromintensiv beispielsweise, wobei man andererseits eben auch in Frage stellen darf, ob jetzt nicht die Tierhaltung auch nicht wahnsinnig viel. Also, nee, ja, vor allem, wenn ich also mir überlege. Strom, Wasser und sonstiges. Ja, natürlich. Wenn ich das züchte, züchte ich ja nur das Fleisch. Ja, und bei einem echten Huhn hängt ja noch Kopf und Schwanz und alles dran. Und das Huhn muss ja auch begossen werden, gefüttert, beleuchtet. Die männlichen Küken müssen geschreddert werden, etc., etc. Und das ist wahrscheinlich zumindest nicht aufwendiger. Außerdem kannst du ja demnächst dann dein Chlorhühnchen über die Blockchain bestellen und wenn du für 30 Euro Solarstrom ablieferst, fliegen die gebratenen Tauben in den Mund. Und du kriegst noch ein Bier dafür. Ja. Ich habe mir allerdings damals bei deinem Artikel eher so ein saftiges Rindersteak vor meinem geistigen Auge in die Pfanne gehauen und nicht irgendwie so was Gehäckseltes, wo du eh nicht weißt, was da jetzt drin ist. Also ich hatte wirklich so dieses, ne, wie man es so kennt, so ein Rumpsteak aus dem Glas. Ja, also Ben, das klärt der Bericht leider nicht auf, inwiefern. Also warum es da jetzt Hackfleisch ist am Ende des Tages und nicht ein Steak. Und es war damals in dem Bericht auch, glaube ich, durchaus von einem Steak die Rede, also von einem Jahr. Also wahrscheinlich ist da vieles möglich, nehme ich mal an. Jetzt haben sie erstmal angefangen eben mit dem Hühnchenburger. Ist vielleicht jetzt erstmal einfacher, ich weiß es nicht. Aber mal gucken, vielleicht gibt es auch noch weitere Beiträge dazu. Da können wir nochmal ein Update geben. Ja. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz die heutige Sendung schon mal so ein bisschen ein kleines Resümee ziehen darf, das gilt auch für den ganzen Podcast, wir haben immer so wiederkehrende Themen. Bier natürlich, Penisse und Dildo-artige Skulpturen, die irgendwo im Raum rumstehen oder irgendwelche Peniskäfige. Also das ist so ein Thema. Und natürlich, was wir auch sehr gerne machen, ist Tiergeschichten. Immer wieder Tiergeschichten. Und da habe ich heute Morgen beim Radio hören an eine Tiergeschichte denken müssen, weil sie
in 1 Live noch durch den Kakao gezogen wurde, oder zumindest das Tier, die der Beef hier eingebracht hat mit der Würfelkacke von dem Wombat. Dann haben die auch gesagt, ah, hier Wombat, das macht Würfel und so weiter. Und dann haben sie in dem Zusammenhang noch ein weiteres Tier, auch aus Australien, sozusagen vorgestellt, sage ich es mal. Und das ist das Quokka. Sagt euch das Quokka was? Ich habe den Namen mal gehört. Ich habe den Namen mal gehört, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen. Was ist? Also der deutsche Name ist wenig vorteilhaft. Kurzschwanzkänguru, da wären wir wieder beim Penis-Thema. Kurzschwanzkänguru lebt vorwiegend auf Rottnest Island, was Rattennestinsel heißt, im Südwesten von Australien. Und fährt Porsche. Fährt Porsche, nee. Ist klein und süß, ein kleines Mini-Känguru wurde, weil es auf Rottnest Island lebt, anfangs für eine große Ratte gehalten, ist aber tatsächlich ein Känguru und hat 2015, und so alt ist auch dieser Artikel, den ich jetzt rausgekramt habe, um die Geschichte hier zu bringen, hat 2015 so im Internet so ein kleines Zwischenphänomen ausgelöst, weil sich ganz viele Leute mit den Dingern haben fotografieren lassen. Das war so ein Selfie, beliebtes Selfie-Motiv in Australien, dass sie sich, ich weiß nicht, ob hier ein Bild dabei ist. Nee, das ist jetzt beim Ausdruck nicht bei. Aber im Artikel ist ein Bild. Schaut euch das mal an. Da ist so eine typisch grinsende Trulla mit der Zunge im Mundwinkel, so TikTok-Fresse mit so einem Quokka abgebildet. Und das hat hier diese Pia Heinemann, Ressortleiterin Wissen von der Welt, zum Anlass genommen, mal das Quokka ein bisschen zu beleuchten. Und ich habe mir das deswegen reingezogen, weil das hat neben anderen Eigenschaften auch eine ziemlich geile Eigenschaft, die ich gleich erwähnen werde. Aber diese Frau Heinemann, die sagt, warum Quokkas in Wahrheit fiese Gesellen sind. Ne? Die sagt so, die haben charakterliche Probleme, sind jetzt so ein Internetphänomen, sehen super süß aus, sind aber eigentlich voll die fiesen Gesellen. Zum Teil, weil sie eben den Leuten nachstellen. Die haben ihren kompletten Lebensrhythmus umgestellt, um tagsüber, obwohl sie nachtaktiv sind, von den Leuten was zu fressen, schnorren zu können, sind auch sehr gefährlich. Also sie sehen zwar ganz süß aus, können aber ordentlich kratzen, beißen und boxen, wie so diese großen Kängurus auch. Also da, wenn man da jetzt ein schlecht gelauntes Quokka erwischt, dann haut ihr das einen auf die Nase. Und jetzt kommt die geilste Eigenschaft, und das ist auch die, die sie heute Morgen neben der Würfelkacke vom Wombat bei 1 Live verballhornt haben, ist, wenn das Quokka, ist ja ein Känguru, ne? Müsst ihr euch vorstellen, typisches Känguru. Wenn das Quokka in Gefahr kommt durch Menschen oder beispielsweise Füchse, die es wohl jagen, dann nimmt es sein Junges aus dem Beutel und schmeißt das in Richtung von dem Angreifer. Das sitzt dann da und macht Geräusche, und zwar so schnarrende Geräusche, so wie ein Baby das halt macht, wenn es aus dem Bett geworfen wurde. Und dieses schnarrende Geräusch lockt dann halt den Feind an oder lockt den Feind dann auf das Kind. Und die Mutter kann in der Zeit abhauen. Also okay, kurz zusammengefasst, das ist also, um mit den Worten von Hank zu sprechen, der letztes Mal dabei war, ein debil aggressives Stalker-Känguru. Stalker-Känguru tatsächlich auch, weil es stalkt wohl auch die Menschen, eben um die Nahrung zu bekommen, verfolgt die teilweise richtig und ist aber auch ein ziemliches Arschloch eigentlich, zumindest die Mutter. Wenn es Druck kriegt, dann opfert es lieber sein Kind als sich selber. Und das ist wohl auch der Grund, das hat ein Forscher namens Matt Hayward rausgefunden, warum nur jedes zweite Quokka-Kind überhaupt überlebt. Okay, also ja, debil, aggressives Stalker-Arschloch-Känguru. Ja, richtig. Und kein süßes, kleines Internetphänomen, wie es eigentlich. Ey, das ist ja mal eine Verteidigungsstrategie. Ich schmeiße mit meinen Kindern um mich. Ja, die haben meistens, glaube ich, nur eins im Sack. Aber das ziehen sie. Das ist der berühmte Quokka-Hut-Trick. Kommt der Fuchs und dann rennt das weg, dann nimmt das so, das stell dir vor, du fährst mit dem Kinderwagen irgendwie, dann kommt irgendeiner und du rennst weg vom Löwen und dann nimmst du halt dein Baby und schmeißt das hinter dich und dann frisst der Löwe das Baby und dann kannst du in Ruhe abhauen. Also normalerweise ist es in der Tierwelt ja so, dass die Mütter, ich weiß nicht, ob es auch die Väter sind, jedenfalls die Elterntiere, ihre Brut, ihren Nachwuchs wirklich bis aufs Blut verteidigen. Und das ist wirklich Arschloch. Ja. Ja, also die sagen hier zur Ehrenrettung des Quokkas, dieses Verhalten, das Kind aus dem Beutel rauszunehmen und von sich zu werfen, wenn Gefahr droht, das ist wohl bei Beuteltieren generell
recht üblich. Also auch andere Beuteltiere machen das wohl, wahrscheinlich, weil sie dann schneller laufen können. Oder ja, so. Das habe ich auch gerade gedacht. Das ist so ein bisschen auf der Flucht, so alles von sich werfen, was einem vielleicht behindert. Das ist ja auch gut zur Hand, das Tier dann. Also das ist ja auch so voll Munition dabei. Ja, man kann ja dann auch, kann ja rückschließen vielleicht. Also es gibt ja deswegen auch so wenige 100 Meter Sprinter mit einer riesen Wampe. Weil, also, die können sie ja nicht wegwerfen. Und deswegen bist du offensichtlich schneller mit ohne Wampe. Ja, mit apropos ohne Wampe. Ihr habt ja schon das nächste Bier aufgemacht. Ja. Budweiser. Ja, sehr gut. Hervorragend. Aber ein richtiges Prost. Ja, Prost. Prost. Dann immer. Tschech Lager. Sonti. Oder so. Das hört sich gut an. Da. Aber vielleicht ist das ja auch, muss man ein bisschen immer, also ich glaube auch in der Tierwelt ist ja oft dann auch vieles nicht so romantisiert, wie es vielleicht manchmal in der Übertragung auf Menschen oder so ist. Also sonst, wenn es halt den ganzen Tag nur so ums karge Überleben geht, dann... Aber wundern tut es mich trotzdem, weil wie der Sammer schon sagt, eigentlich ist es ja auch, zumindest das ja, man muss die Tiere nicht vermenscheln, aber zumindest der Welpenschutz und diese Erhaltungstrieb der eigenen Art und so weiter, der ist ja den Tieren schon eigen. Ne? Die werden ja sogar aggressiv. Wenn natürlich die Mutter gefressen wird, hat das Kind wahrscheinlich auch kaum Chance. Überlebenschancen. Ja, das stimmt. Dann so ein bisschen, sehr rationaler, aber richtiger Gedanke. Ja, genau. Und ich meine, es gibt ja Quokkas offensichtlich schon länger. Also prinzipiell funktioniert die Strategie ja. Also ja, so blöd, aber nicht so richtig gut, weil die sind auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Okay. Tatsächlich leben vorwiegend nur noch auf diesem Rottnest Island. Stehen unter Naturschutz. Weil jetzt viele Fressfeinde auch irgendwie eingeschleppt wurden von außerhalb, die es vorher nicht gab, oder? Ja, das stand jetzt hier so nicht. Also ich glaube, eine gewisse Gefahr sind tatsächlich auch die Menschen. Autos, das ist jetzt aber das erste Mal, dass also die Menschen für Tiere eine Gefahr wären. Also das ist, also das ist auch echt mal anders. Werden hier auch explizit genannt Füchse und Menschen. Ah, das sind so die Gefahren, wo das Quokka das Kleine wegschmeißt. Reihenfolge. Ja. Und du darfst auch kein Quokka von Rottnest Island entführen, was wohl im, ne, das ist ja Internet-Hype, haben wohl tatsächlich auch Leute versucht, Quokkas da mitzunehmen, weil die ja so klein und süß und so Taschenkänguru. Selbst kein Junges, was weggeworfen wurde. Ja, vielleicht, aber egal ob jung oder alt, musste eine Wahnsinnsstrafe von 220 Euro zahlen. Na dann aber, also das ist wie aber. Wie groß sind die denn? Ja, wie eine große Ratte wohl. Also die sind relativ possierlich. Die sind, guckt euch mal das Bild an bei dem Link, der ist jetzt hier beim Ausdruck leider nicht dabei. Das ist so groß wie die Fresse von dieser Truller, die das da neben sich. Ja, ich kann meine da schwindende Wertung. Ja, ich habe also das habe ich hier schon häufig. Ich habe einen Hass auf Leute, die immer ihre Scheißfressen für so Selfies an alles dranhalten. Ja. Egal wo ich gehe und stehe, immer sind da diese bekackten Idioten, Männlein wie Weiblein, die dann immer so den Arsch in die Kamera strecken oder das dumme Gesicht und dann am besten jetzt noch diese TikTok-Zunge, wo dann immer so irgendwie die Zunge so raus, so irgendwie so drauf beißen. Das siehst du jetzt auch immer überall. Und immer derselbe bekackte Scheiß, ja, das regt mich so tierisch auf. Ich werde da echt aggressiv. Und genau so ein Foto ist das von 2015 wohlgemerkt. Also selbst da war das schon so. Und die Quokkas, ja, ich würde mich ja kaputt lachen, wenn es dann mal der Ollen eine boxt, ne? Wenn es ja so schön boxen kann, so pow, so richtig schön auf die Zunge. Oder einfach so. in die Fresse. Ja, ich sehe es genauso. Ich unterschreibe das eins zu eins, was du eben gesagt hast. Also dieses Selfie-Bashing. Jetzt habe ich wieder im Griff. So, dieses, wieder runter. Dieses Instagram-Grinsen geht mir auch im Sack. Aber ich muss jetzt mal auch hier sagen, dass wir hier von Benanza, wir sind ja echt auch Natur- und Tierfreunde. Ich muss sagen, wenn wir hier noch ein bisschen länger unsere Folgen machen, ich werde hier noch zum Ornithologen. Also es ist, was hier an Vögeln unterwegs ist, hier am Assi-Parkplatz. Ja, stimmt. Unglaublich. Die ganze Bande von Tauben. Gerade eine Bande gelandet. Von Tauben, Elstern und ich weiß nicht, auch sehr so ein bisschen nicht die typischen Stadtvögel, richtig bunte Exemplare, die ich überhaupt nicht kenne. Also wir sind auch Vögeln ist ja auch oft, was mit Vögeln haben wir ja auch immer gerne in der Sendung. Ja, richtig. Oh, wenn der Fliegeralarm. Der ist jetzt voll gegen die Tischkante. Darauf noch ein Schluck Bier. Ja. Nein, aber wir sind wirklich ein ökologisch wertvoller Podcast, das muss man einfach mal festhalten. Ja, es hat nur noch niemand vom World Wildlife Fund erkannt oder von irgendeiner Bier-Association. Ja, das kommt. Küt noch. Ich habe mal eine Frage an euch. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie in der italienischen Mafia zugange gewesen, habt da so ein paar Dinger gedreht, auch größere,
habt euch jetzt in der Domrep zur Ruhe gesetzt, seid da quasi untergetaucht und jetzt sitzt da am Strand. Was macht ihr denn dann eigentlich so auf Dauer? Was kann man denn da so anstellen? Am Strand? Am Strand, in der Domrep. Uhren kaufen. Na, in der Domrep, da gibt es Sonne, da gibt es sicherlich, wenn du die Kohle hast, auch nette Leute, die du dir zu Partys einlädst und dann lässt es dir gut gehen. Ich hätte jetzt Strandburgen gebaut. Kann man machen. Ja, oder zum Beispiel auch so ein Koch-Podcast auf YouTube oder sowas. Ein bisschen Kochvideos. Natürlich das Gesicht immer verdecken, ne? Sonst nicht, dass da noch einer guckt. Ja, und so war es dann auch. Ich habe ja tatsächlich frisch aus dem Internet für Sie jetzt hier. Das hat sich nämlich auch so ein Ndrangheta, wie spricht man das aus, so ein Mafioso gedacht, der nämlich genau da untergetaucht war und es sich da gut gehen ließ. Der hat nämlich aus Hobby oder Langeweile, hat er gekocht auf YouTube, hat das dann hochgeladen und hat immer geguckt, dass das Gesicht nicht guckt. Und das war auch gut so. Und irgendwann, ja, haben sie einen Hops genommen. Warum? Weil Kochen am Strand verboten ist. Nein. Weil sie ihn an den Händen erkennen konnten. Warm. Tattoos. Richtig. Pizza Mafia. Der Typ hat einfach wurde anhand seiner Tattoos identifiziert. Und dann stand nicht nur die Polizei, sondern direkt ein kleiner Aufmarsch vor der Tür. Und dann ist er halt eingesackt worden von seinem karibischen Sandstrand. Und so ging es dann. Also, wie erfolgreich war denn dieser Podcast? Das ist leider nicht nachzuvollziehen. Video. Ich habe mich auch nicht getraut, den zu suchen, weil nicht, dass ich da in Verbindung gebracht werde. Das Ganze ist zugegebenermaßen auch im Rahmen einer größeren Aktion passiert. Also sie haben ihn hops genommen, sie haben ihn gefunden und dann haben sie ihn eingesackt. Ja, das ist dumm gelaufen. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass er da irgendein Familiengericht gekocht hat, was nur irgendwie eine Mafiosi... Heute beim Familiengericht. Der Ulf. Die Pizzamafia. Hat Pizzaboten erschossen und steht jetzt hier. Nee, also weiß ich nicht. Also er hatte wohl was mit Drogenschmuggel zu tun. Und, ach was. Aber mir wird gerade so einiges klar. Ich liege euch ja schon seit längerem in den Ohren, dass wir zur Vermarktung unseres Podcasts mal auch so ein kleines YouTube-Making-of-Feature drehen sollten. Und dann kriege ich immer von euch rein so, aber nicht mit Gesicht zeigen und so. Ja, aber ich möchte nicht anhand meiner Tattoos erkannt werden. Ja, und ich habe keine Tattoos, an der mich erkennen könnte. Ist auch doof. Ja. Weiß jemand von euch, was Toasthaut ist? Toasthaut. Verbrannte Haut. So. Wenn du Toast ist das nicht irgendwie nur holländisch und heißt was völlig anderes. Also hat es was mit Toast zu tun? Hat eher was mit Haut zu tun. Also das zu lange am Strand in der Domrep gelegen. Ja, fast. Sonnebrand. Ja, dass es sich so ein bisschen, dass es bröselt, wenn man drüber schabt. Nein. Also das ist dann, glaube ich, der finale Teil. Das klingt eher nach, Es ist, tatsächlich nennt sich das Toasted Skin Syndrome. Das ist eine Krankheit tatsächlich. Oh. Die gab es schon immer. Aber eher selten. Das kann durchaus mal passieren, wenn man zu lange quasi irgendwo gelegen hat, beziehungsweise zu lange einer relativ hohen Hitze ausgesetzt war, direkt an der Haut. Und neu ist eigentlich, dass das jetzt im Rahmen von Corona und Homeoffice ganz oft im Zusammenhang ist mit, wenn Leute quasi mehr oder weniger zu Hause am Bett mit der kurzen Buchse und den Laptop auf den Beinen haben und das mehrere Stunden lang. Da gibt es tatsächlich dieses Toasted Skin Syndrome oder halt eben das Erythea ab Igne, also was altgriechisch ist, wie ihr alle wisst natürlich. Und es bedeutet, wie ihr auch wisst, Röte durch Feuer. Also ich dachte, so, Pornos gucken im Bett oder so. So ähnlich, ja. Also wenn es dann zu heiß wird. Also es geht nicht um die Inhalte, sondern es geht tatsächlich um das Gerät. Und das sind so bräunliche, netzartige und ungefähr geldscheingroße Strukturen auf dem Oberschenkel quasi, weil da der Laptop halt sitzt. Und wenn man es zu lange macht, geht es halt auch nicht mehr weg. Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist jetzt keine Einschränkung im Sinne von, dass die Haut da abstirbt oder sowas, aber es sieht halt einfach scheiße aus. Okay. Und so ein Corona-Langzeitschaden, ja. Ja, ne? So ein Jahr Homeoffice mit dem Laptop auf dem Schoß. Und kann dir das auch mit der Wärmflasche passieren oder was? Das kann dir theoretisch auch mit der Wärmflasche passieren, wenn du da quasi mehrere Stunden und über längeren Zeitraum, also musst dann wirklich lang
und viel Wärmflasche quasi auf der Plauze oder auf den Oberschenkel oder wo auch immer haben. Aber ich fand das ganz spannend. Also hier geht es tatsächlich um eine Frau, die das Problem hatte durch Homeoffice und die hat halt wirklich mehrere Monate lang mehr oder weniger wie alle dann, die im Homeoffice sind, jetzt über Stunden täglich mit angewinkelten Beinen und dem Laptop auf dem Schoß da quasi auf dem Bett gesessen. Da hätte sie die Beine besser mal übereinander geschlagen ab und zu. Zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, ob es auch geholfen hätte, wenn sie am Sofa gesessen hätte. Aber auf jeden Fall, wenn es hätte vielleicht auch geholfen, wenn sie einfach am Schreibtisch sitzt. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, du sagst, so wie die meisten, also ich würde mein Homeoffice nicht 7 Stunden täglich im Bett verbringen wollen. Also gut, kommt doch den Job an, ne? Aber ja. Okay, da gebe ich dir recht, das ist dein Punkt, aber ansonsten, also irgendwie so ein bisschen ergonomisch ist ja schon auch eher ja, angenehm. Ja, durchaus. Also wie gesagt, wie viele, da bezog sich eher aufs Homeoffice, also dass man in die Situation im Büro kommt oder in der Firma, sonst irgendwie ist ja eher tendenziell unwahrscheinlich irgendwie, sag ich mal, weil, also ich weiß nicht, wie es in euren Büros aussieht, aber bei mir stehen einfach wenig Betten rum. Und aber wie gesagt, das ist in dem Fall, fand ich ganz spannend, dass das... Ja, ich habe früher mal gelesen und deswegen das auch nicht gemacht, dass wenn man den Laptop so auf den Schoß legt, ist das nicht gut für deine Nüsse, für deine Fortpflanzungsfähigkeit. Genau, well done irgendwann. Ja, weil die hängen ja auch dann warm tatsächlich und dann, wenn du dann quasi deinen Sack kochst, dann kannst du keine Kinder mehr kriegen oder vielleicht auch noch Schlimmeres und das alles, was damit zusammenhängt, da will man ja irgendwie nicht mit identifiziert werden. Klassisches Problem auch Sitzheizung. Ich habe übrigens 4 Kinder. Nein, aber vielleicht sollte ich mal anfangen damit. Sackkocher. Wer weiß, wie viele du hättest, wenn du nicht deine Klöten zu Hause Kocher hier würdest. Ja, also wie gesagt, das nur so am Rande ganz kurz noch, um es einfach noch mal ein bisschen, das gibt es tatsächlich schon länger, das wurde erstmals als Hitzemelanose von 1911 von einem deutschen Dermatologen beschrieben und gibt es auch zum Beispiel als erste Berichte von so Arbeitern an Torföfen in England oder sowas, aber auch bei Schmieden, Lokomotivführern, Menschen an offenen Feuern, also Stahlkochern, was auch immer, Bäckern, gibt es das hin und wieder. Bei Bäckern und Köchinnen ist das zum Beispiel auch an den Unterarmen oft und gilt da auch als Berufskrankheit. Hm. Ja, bei Bäcker macht ja so ein Toasthaut auch noch Sinn. Aber ja, und aber kein Homeoffice halt. Also nicht so richtig. Ja. Wie bei Metzger, Homeoffice im Metzger, geht so. Wollt ihr vielleicht, bevor der Sommer noch irgendwie wieder seine versauten Quickies oder sowas raushaut, nochmal so ein bisschen was fürs Herz hören? Und zwar, da muss ich den Prollo als Computerexperten fragen, The Elder Scrolls 5 Skyrim, nicht Sky, was war das hier? Pacific Sky, Atlantic Rim? Ja, was also eben hier, Skybreaker, so, sondern Skyrim. Kennst du das? Von der Ferne, ich habe es selber nie gespielt. Okay. Aber muss irgendwie so ein Rollenspiel sein, glaube ich. Ich hatte gehofft, du könntest das so ein bisschen... Na, es ist ein Computerspiel. Ein Computer besteht aus einem... Nein, ist gut. Jedenfalls hat im Spiegel der gute Klaus-Jürgen Langner von sich reden gemacht, beziehungsweise er hat im Internet, ist er zu einer Internet-Sensation geworden, weil er Mann, 88 Jahre alt, dieses Spiel Skyrim spielen wollte und aber nicht damit klarkam, wie er jetzt da weiterkommt. Ne? Dann hat er in seiner Nachbarschaft einen Aushang gemacht. Wer hat Erfahrung mit PlayStation 4? Ich, 88-jährig, möchte gerne das Spiel Skyrim spielen, komme aber an manchen Stellen einfach nicht weiter. Wer kann mir hierbei eine Hilfestellung geben? So, das ist dann irgendwie, wie auch immer, hat zum Glück keiner das Gesicht daneben gehalten, aber ist trotzdem viral geworden. Und dann hat der Spiegel den guten Mann mal besucht. Und dann hat sich hier ein Artikel ergeben, den ich gelesen habe und wo man feststellen muss, dass das ein ganz interessanter Typ eigentlich war oder ist. Er lebt hoffentlich noch. Der Artikel ist nicht so alt, denn der hat ganz dolle Rückenschmerzen irgendwie und hat das Computerspielen angefangen, weil ihm das dann die Schmerzen nimmt, also in Sinne von, dann ist er abgelenkt und vergisst diese Schmerzen. Und dann hat er erst überlegt, ob er seinen Computer, er hat schon mal ein anderes Spiel gespielt, keine Ahnung, Morrowind, kenne ich auch nicht, aber das hat er dann durchgesuchtet, nachdem er das verstand. Und dann wollte er halt The Elder Scrolls spielen und hing dann da irgendwie in so einer Anfangsszene fest. Ne? Um da hinzukommen überhaupt,
musste er aber dann sein PC, oder galt es dann so, dass er den PC vielleicht ausrüstet? Das ist auch scheißegal, aber der Nachbar, der 59-jährige Nachbar Heinz hat ihm dann geholfen. Weil ja, mein Nachbar Heinz. Ja, der Klaus Jürgen wollte halt Computer spielen und es wäre teurer gewesen, diesen Computer aufzurüsten. Dann ist der 59-jährige Nachbar Heinz hingegangen, hat dem Klaus Jürgen eine PlayStation 4 gekauft mit dem Spiel, die Elder Scrolls Skyrim-Variante. Dann hatten sie aber schon Probleme, irgendwie das Teil irgendwie richtig zu installieren. Ich wusste gar nicht, dass man da irgendwie groß was installieren muss. Das haben sie dann aber noch irgendwie geschafft und haben dann angefangen zu spielen und hingen dann da irgendwo fest. Lange Rede, kurzer Sinn. Spiegel ist dann da hingefahren, hat den Langner interviewt und haben dann so ein bisschen auch über das Leben von dem gesprochen. Und das wollte ich jetzt eigentlich kurz sagen. Der ist 33 in Schlesien geboren, ärmliche Verhältnisse, aufgewachsen. Und dann schreibt er hier, meine Mutter hat mir aus einem Mehlsack einen Tennisanzug geschneidert. Sie wollte, dass aus mir etwas Besseres wird, dass ich unter die Leute komme. Und das hat er dann auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Er ist Rechtsanwalt geworden und ist sozusagen schon einmal in der Zeitung gewesen, weil er einer der Pflichtverteidiger des RAF-Mitglieds Margit Schiller war, 1976, also Pflichtverteidiger wohlgemerkt. Und dann ist auf sein Büro ein Brandanschlag verübt worden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser Pflichtverteidigung. Und dabei ist eine seiner Mitarbeiterinnen ums Leben gekommen. Und er hat dann im Anschluss die Pflichtverteidigung, ist davon entbunden worden und hat auch irgendwann aufgehört, als Rechtsanwalt zu arbeiten. Und hat, das finde ich halt geil, hat dann sich von dem Geld, was er noch hatte, einen Wohnwagen gekauft, hatte noch 6.000 Mark übrig und ist dann 5 Jahre mit dem Wohnwagen durch Europa gefahren. Also auch damals schon einfach mal so komplett alles geändert und hat sich dann auf diesen Reisen das Motto gegeben, mach das, was du denkst. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so der Gedanke, der ihn dann dazu gebracht hat, dieses Spiel zu spielen. Ja, liebe Hörer, wenn ihr wollt, dass das Benmobil, der Benanza-Bus, demnächst mal ein bisschen auf Reisen geht, kommt doch einfach mit einem kleinen Molotow-Cocktail vorbei, um den lieben Benanza-Ben zu motivieren. Aber nicht das Auto. Nee, das Auto bitte unbeschädigt lassen. Wir sind ja nicht am 1. Mai in Berlin. Naja, also ja, cool. Ein ganz interessanter Typ. Mhm. Der hat dann sein Leben ein paar Mal umgeworfen, hat auch Bilder gemalt und immer das gemacht, was er eigentlich wollte und dann eben auch mit 88 PlayStation 4 zu spielen. Und um das Ganze auch zu einem persönlichen Ende zu bringen, es wurde ihm auch geholfen. Über den Aushang oder über hat den das Aushang gegoogelt? Oder wahrscheinlich vielleicht sogar über die virale Geschichte. Irgendein Vogel hat es halt fotografiert. Der Spiegel. Hat's bei, nee, der Spiegel ist ja nur deswegen auf den aufmerksam geworden, weil es bei, keine Ahnung, irgendwo wahrscheinlich Twitter oder Facebook oder sowas hochgeladen wurde, was er da in der Nachbarschaft mit 100 Exemplaren hat, ja, er cool. Und natürlich sein Kumpel, wie hieß er noch? Heinz. Klaus Jürgen und der Heinz. Der Heinz ist dann losgelaufen, hat es in der Nachbarschaft verteilt. Ja, aber jetzt mal allein ehrlich. Das ist doch schon schön. Ja, ja, 100, jeder sollte so ein Heinz 100, haben. 100 Zettel musst du erstmal aufhängen. Ja. Hat er, wenn du einen Heinz hast? Ja. Ja. Jeder 50. Ja, aber ist ja cool. Ja. Ich finde das natürlich witzig. Schöne Geschichte, also, ja, finde ich. Also, mit 88? Ja. Einfach, warum denn nicht? Ja. Nicht sagen, dieser neumodische Scheiß. Oder sich verweigern, sondern einfach sagen, ich gucke mir das mal an und ich bin mal. Sowieso der Meinung, wenn wir alle irgendwann im Altenheim landen, dann wird da gezockt, dann gibt es da LAN-Partys. So wie früher. Ja. Oder wie bei schlechten Filmen, man sitzt im Altenheim und muss dann sich mit Elvis und sonst was rumschlagen, wie bei... Ja, ja, aber mit dem echten Bahotep, genau. Und der Mumie. Und der Mumie, genau. Der Sammer und schon, schlechten Spezialeffekten. Richtig, ich stelle mir vor, dann Sammer ist schon leicht dement, versucht bei Tetris den Endgegner zu finden. Und dann hat man einfach Spaß, das ist doch auch schön. Ja, man muss ja nicht immer ich muss zugeben, ich habe den Artikel auch gelesen. Ja, man muss ja nicht immer die Gefahr suchen oder den großen Kampf, sondern man kann sich auch mal die Landschaft angucken. Ja, oder? Ja, oder auf so einer virtuellen Parkbank einfach schön sitzen. Und du kannst auch eine Flasche Bier trinken ohne Zähne. Das ist super. Also insofern. Ja, aber ich finde es einfach geil, dass Leute auch nicht aufhören, irgendwie ein Leben zu leben und danach zu leben, was ihnen Spaß macht und worauf sie Bock haben. Selbst wenn sie sozusagen Rechtsanwalt sind, da wird er auch einen gewissen Lebensstandard haben und dann einfach zu sagen, boah, Rechtsanwalt jetzt hier, ne, nach der Geschichte einmal umdenken. War er dann nicht eher Linksanwalt?
So. Er war Pflichtverteidiger. Oh, das heißt, meine ich wollte nur mit einem kleinen Go-Team-Flieger. Ich wollte doch nur den Quickie vom Sommer einleiten mit einem kleinen Karlauer. Ach so. Ja. Ist er nicht rein statt Karl? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr mit dem Auto an der roten Ampel steht? Dann denke ich an meine Einkaufsliste. Ja. Na, ich bin auf jeden Fall nicht auf einer Grün von diesen warten. Typen, die immer so Zentimeter für Zentimeter immer die Bremse loslassen und Kupplung kommen lassen und so auf die Linie zurollen. Ja, okay. Also viele popeln übrigens auch, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, ja das es, stimmt. Anwesend natürlich nicht, aber alle anderen. Es gibt noch eine ganz anderes Phänomen, und zwar ist das in Ulm gesichtet worden. An einer roten Ampel sprang ein 19-Jähriger aus seinem Auto raus und machte neben seinem Wagen Liegestütz. Also kann man auch mal machen. Ein Auto, was irgendwie daneben stand, war anscheinend eine mehrspurige Straße. Ein anderer Autofahrer hat ihn dabei angefeuert und er machte da fleißig seine Liegestütze. Blöd war nur, dass zufällig genau an der Kreuzung auch eine Polizeistreife stand, die dann natürlich gleich hin sind und ihm dann tatsächlich einen Platzverweis erteilt haben. Und diese Meldung dann auch, haben sie dann noch viral geschickt, mit der Überschrift Straße mit Fitnessstudio verwechselt. Ja, also. Ach, der war gar nicht mit dem Auto da. Der war ja schon mit dem Auto da. Ja. Aber ich habe da nie ein Schild gestehen, wo es verboten ist an der Kreuzung, dass ich da Liegestütz mache. Da gibt es keine Beschilderung für. Ja, keine Beschilderung, das stimmt, ne? Aber wahrscheinlich findet man es schon in der Straßenverkehrsordnung, wofür die Straße eigentlich da ist. Wenn es rot ist. Ah, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Tja. Ja, also so kann man es auch bekloppt sehen. Nee, und was, also jetzt mal, weswegen haben die ihm Knöllchen ans Bein gedrückt oder an die Oberarme oder wo auch immer hin? Ja, weil er da Liegestütz gemacht hat. Er behindert ja auch den Verkehr. Ist eine Verkehrsbehinderung, würde ich mal sagen. Und dann hat er halt einen Platzverweis gekriegt. Das ist so ähnlich wie Schiri. Ne, wenn, rote Karte. Rote Karte, ja, verschwinde hier hast du nichts mehr verloren. Ab ins Auto, fahr weiter. Warum der das gemacht hat, weiß man nicht. Nee, aber das hier wird auch die Frage gestellt, ob das jetzt Imponiergehabe war oder Bewegungsdrang. Ich wette, das war auch wieder so ein scheiß TikTok- oder YouTube-Gedöns. Ja. Aber überleg mal, hatte der die Zunge im Mundwinkel? Ja. Irgendeine Challenge. Aber wenn ich mir mal überlege, wenn ich an jeder roten Ampel, an der ich stand, Liegestütze gemacht hätte, dann könnte ich heute Liegestütze. Vielleicht sogar mehr als 5 am Stück. Das wäre ja geil. Ein Sprollo. Ich kann mir auch nicht vorstellen, du Liegestütz, das passt. Du wärst ja nicht Prollo-Ferrari, du wärst Arnold-Ferrari. Ja. Also ich muss, glaube ich, die Sendung jetzt abbrechen. Mir ist irgendwie danach, ein paar Liegestütze zu machen. Ich weiß es nicht. Oder will noch einer hier eine Geschichte raushauen? Wir können ja auch mal jemand anderes ein Quickie machen. Das war jetzt so ein Quickie vom Sommer. Wir wollen jetzt keine Traditionen brechen, aber... Ich hätte noch einen Niveaulosen, den würde ich noch raushauen. Ja, bitte. Motorhead, sagt das jedem was? Lemmy, ja, so genau. Diese Country-Gruppe. Ja, so Country mit ein bisschen Ace der Schmiss. Space. Genau, ja, genau. Also Lemmy Kilmister war ja der Chef von Motorhead, also Sänger und Bassist. Und der ist vor 5 Jahren gestorben, an Krebs irgendwie. Jetzt 5 Jahre nach seinem Tod, haben treue Weggefährten, also man muss da vielleicht dazu sagen, er war Zeit seines Lebens auch Sammler von irgendwelchen Kriegsdevotionalien. Auch gerne so Nazi-Devotionalien. Genau, all so ein Krempel irgendwie, und er war jetzt, glaube ich, kein Nazi, ich habe es jetzt nicht in der Tiefe recherchieren können, aber ich glaube, er hat einfach nur irgendwie von Stahlhelm bis sonst was allen Unsinn gesammelt. Genau, und jetzt 5 Jahre nach seinem Tod, er ist dann auch eingeäschert worden, haben Freunde, besondere treue Weggefährten, haben Teile der sterblichen Überreste des Musikers erhalten in Form einer Patrone. Das heißt also, ist quasi die mit etwas Asche von Lemmy gefüllte Patrone, ist an verschiedene Leute geschickt worden, und Patronenhülsen quasi, und das ist dann quasi an verschiedenste Leute geschickt worden und auf seine Verfügung hin, eben auch 5 Jahre nach seinem Tod, dass das rumgeschickt wurde. Und da denke ich mir, jetzt kommt noch ein dritter Tiefflieger, der hat den Schuss nicht gehört. Also finde ich irgendwie schräg.
Nee, also, ist auch, also, auf keinen Fall schräg. Ja, natürlich ist das schräg, aber jetzt mal ehrlich, der Typ war ja auch schräg. Also insofern, das passt doch total. Also ich finde, es passt gut. Und theoretisch könntest du damit auch ein Geschäft für deine Hinterbliebenen machen. Ne? Ich meine, eine Patrone mit Lemmys Asche oder? Nee, es ist wohl für Lau verschickt worden. Also es geht jetzt eher, es ist wirklich nur an Freunde und Bekannte, ob jetzt die Dinger, ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob die bei eBay irgendwie schon versteigert werden jetzt irgendwie, aber das kann ich nochmal klären. Aber ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es haben wollte. Ja, ich kannte aber, jetzt Lemmy auch nicht persönlich. Na, wenn die Alternative ist, in so einem in so einer Kiste in einem Loch vergraben zu werden, warum nicht? Ich finde es cool. Ja. Irgendwie. Also es kommt auch an, wenn er halt so ein Ex-Mafia-Typ wäre, hätte er den Leuten die Patrone direkt zwischen die Augen serviert. Aber nee, ist auch eine Maßnahme. Warum nicht? Also ich würde es nicht unbedingt in so einer Patronenhülse haben wollen und auch nicht unbedingt von ihm. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, hier in Deutschland ist es wahrscheinlich gesetzlich nicht zulässig, aber nee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwo in irgendwelchen sehr gesetzlich sehr liberalen Ländern, dass da vielleicht tatsächlich Asche verkauft wird. Ja, du musst vor allem, kannst du ja deinen Lebensabend damit finanzieren, dass du die Patronenhülsen schon mal verkaufst, bevor du das Zeitliche segnest. Ja, genau. Oh, du bist clever, ey. Jetzt noch mal einen raushauen. Asche mit Asche machen. Ja. Aber da brauchst du gar nicht weit zu fahren. Also in Niederlanden ist das durchaus erlaubt. Also hier in Deutschland ist es tatsächlich gesetzlich nicht erlaubt. Da dürfen quasi nur Bestatter oder eben Leute mit besonderer Zertifizierung dürfen dann auch so Urnen durch die Gegend fahren oder verbringen oder sowas. Was kostet so ein Bestatterzertifikat? Das kann auch nicht so schwer sein. Keine Ahnung, müssen wir mal klären irgendwie. Vielleicht Benanza-Bus, Podcast und Bestattung. Bestatter werden. Aber, ja. aber in Niederlanden ist es tatsächlich, da kannst du dann Onkel Erich oder Onkel Lemmy kannst du ja da auf den Kamin stellen. Oder auch wo mal aber als, hin. Auch mal als Feuerwerk hoch oder ist dann da die Grenze erreicht? Das weiß ich auch, warum nicht? Also ich glaube, du kriegst ihn einfach mit, was du dann damit machst, ist erstmal wurscht. Eine schöne Seebestattung. Oder wie bei... Oder hier beim Elon Musk in so eine Rakete mit hoch. Ja, die explodiert auch. Das ist bei, ich glaube, du meinst jetzt auch Film nochmal? Ja, wie heißt es denn? Ich komme jetzt. Big Lebowski. Big Lebowski, genau, wo sind leider gegen den Wind. Dem Lebowski die ganzen Kumpel in den Bart streut. Genau. Tja, also Walter. Die Asche gegen den Wind ausgibt. Walter. Traumhaft, ja. Von Hill 51 und so. Wunderbare Szene. Vietnam-Trauma. Ja, das habe ich gerade vor Augen. Ja, das ist tatsächlich. Das ist übrigens ein empfehlenswerter Film, die Nummer am Rande. Ja, vielleicht enden wir statt mit einem Quickie einfach demnächst immer mit einem Filmtipp. Ja. Ich hätte jetzt auch schon wieder Lust, den Film zu sehen. Ja. Big Lebowski ist großartig. Juti, dann frohe Ostern allerseits. Heute ist Ostersamstag, aber morgen, wenn ihr es hört, ist Ostern vorbei. Wenn ihr es hört, sind die Eier gefunden. Genau, wir trinken statt einem White Russian noch das Budweiser aus. Richtig. Stimmt, der White Russian. Übrigens sehr leckerer Drink. Und wo wir gerade dabei sind, wenn die ganze Corona-Kacke vorbei ist, und es den Laden noch gibt, in Dresden gibt es ja auch ein Lebowski oder wie die Dresdner sagen, das Lebow. Und da wird tatsächlich die ganze Zeit der Film gezeigt und White Russian kredenzt und allerlei andere Devotionalien zur Schau getragen. Kann man auch sehr empfehlen. Also ich freue mich irgendwie darauf, den Lockdown irgendwann mal hinter uns zu lassen. Für heute lassen wir nur den Podcast hinter uns, Jungs. Bis bald. Macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.